Hallo und willkommen zu unserem neuen Video. Wir sind gerade mit der Gondel raufgefahren am Gerlos und jetzt. Ich schon ja, stimmt, weil wir die Bikes genau. Nicht richtig verladen haben. Wir sind mit dem Vorderradl auf die Glosscheiben gekommen, also merkt ihr es. Wir haben es nicht gewusst, wenn wir es damals, weil es ist aber jeder Gondel anders. Ja, und dann hat er mir gezeigt, wie es geht und hat das Vorderrad eingeklemmt bei der Glasscheibe. Ja, sehr gut. Nur bei der anderen. Puh, ich weiß, wir fahren Richtung Iskogel weiter. Schauen wir es dann noch. Wie es da mit der Motivation noch ist und werden jetzt da ein bisschen immer dumm schwanzen da drin. Zu Deutsch werden jetzt den Gerlos erkunden. So, vorbei an der Latschenalm. Der Name ist hier übrigens Programm, weil links ist alles voll mit Latschen. Geht jetzt eben weiter rauf Richtung Iskogel. Und da unten der Speichersee sieht auch ziemlich cool aus. Ah ja. Ja. Nicht, dann ist das Video gleich wieder gesperrt. Wir haben zwar noch gar nicht so viel geleistet, aber trotzdem gibt es schon Gipfeljausen. Mhm. Am Gipfel sind wir ja schließlich auch. Das ist, ja. Das ist jetzt der Iskogel, oder? Genau. Ja, keine Zeit zum Erzählen, er muss jetzt hier aus, ne? Ja. Das gibt es eher im Internet bei Google. Mhm. Aber wenn der Speck so gut ist. Mega!
wir Panorama vom Speichersee zum Stausee. Yeah.
wieder rauf dürfen, müssen wir erstmal Radl waschen, leider. Also wir sind schon wieder beim Einkehren. Man merkt, dass wir älter geworden sind. Wir sind nicht so oft zugekehrt. Wir bereiten uns. Bleibt auf dem Channel dran. Jetzt kriegen wir dann keine Clickbites, jetzt kriegen wir dann richtig coole Videos. Nein, Spaß beiseite. Wir bereiten uns auf die großen Touren vor. Wir müssen ein bisschen langsamer dann, wie die Petra schon sagt. Schaut aber echt bombig aus. Was gibt es jetzt hier noch so zu erzählen, streckenmäßig? Ja, streckenmäßig ist es eigentlich ein ganz cooles Gebiet. Von Anfängen eigentlich bis Fortgeschrittene. Es sind in Summe dann drei Variationen da, auf was zu gehen. Und relativ wenig Sprünge sind drinnen. Also da kann sich ein Aufhängler nicht gleich verfahren. Und für einen Guten ist es dann so, dass er halt schon was mitdabeln kann und so. Das Einzige, wenn es nass ist, sollte man da eher ein bisschen warten, weil man macht einfach zu kaputt vom Untergrund. Also wirklich abtrocknen lassen und dann herfahren. Und ansonsten echt ganz cool. Kombinierbar mit ewig viel Drehtouren. Also da findet man online total viele offizielle Touren. Und geile Location halt, auf die Zillertal. Und nicht viel, also alles Natur eigentlich, oder? Ziemlich viel Natur lassen, relativ wenig geschäbt. Das sieht man ganz cool, ja. Ja, drei verschiedene Strecken, oder? Genau, drei verschiedene. Aber im unteren Teil dann nur noch eine. Also oben sind es drei verschiedene, die treffen sich dann aber teilweise. Und unten ist es dann, unten ist es diese North Shore-Strecke. Genau, und dann halt nur und ganz unten dann 150 Höhenmeter, oder was werden das sein? Asphalt. Und dann ist man wirklich auf der einzigsten Straße und die Autofahrer nehmen aber gefühlt wenig Rücksicht. Also das ist so ein bisschen seltsam, weil da müssen sie entweder halt die Strecke bis runter bauen, sich irgendwie einigen mit den Bauern oder... Weiß ich nicht, aber halt dann einen Bereich machen, wo der Autofahrer nicht hin darf, also dass man es wirklich abgrenzt, so wie am Radweg in der Stadt. Es ist halt komisch, dass dann der Bikepark mittendrin aufhört und man dann eigentlich zum Abschuss dasteht. Ja, aber ansonsten mega cool. Es ist, sage ich mal, das Zillertal einen Tag von so jetzt hier aus und Gerlos finde ich ganz cool. Aber wenn es richtig heiß ist, man hat extrem viel Seen, richtig lässig. Ja, stimmt, für Seen. Und einen Tag draußen noch was fahren, Meierhof in der Gegend oder so, sicher auch cool. Oder was Pitcherjoch kann man dazu hängen, die Tour zum Beispiel. Die ist auch ganz cool. So war es sicher ein cooles Ziel der Wochenende. Ja. Hamburg. Hamburg, stimmt, ist auch möglich. Ja, wir haben jetzt ein paar Runden in Gerlos gedreht, eben mit der Gondelbahn, habt ihr ja eh gesehen. Und der Martin hält jetzt dann nachher den Vortrag fürs SAAC-Camp hier. Und deswegen wird jetzt hier noch geduscht. Wir sind jetzt ja schon outdoor gewohnt. Ja, ich bin jetzt gar nicht mehr gewohnt, dass irgendwo ein Horn ist, was man aufgefällt und was das sind. Also das ist jetzt für mich immer. Wirklich schon als Wasser. Ja, damit hoffen wir, das Video hat euch gefallen. Lasst uns gerne einen Daumen nach oben da und Videos folgen. Immer auf die Kleine. Ja. Tschüss. Ciao.